Pirna Zwischendorf erwacht aus dem Winterschlaf. Fast schon traditionell läutet die Kamelienschau den Frühling ein. Im Landschloss werden hunderte Kamelienblüten gezeigt, jede so einzigartig wie die Blume selbst. Kamelien im Eismeer ist in diesem Jahr das Thema. Aufwendig, liebevoll, ja mitunter verspielt werden die Blüten gezeigt. Die deutschlandweiten Blüten sind nun nicht mehr da, sondern sie werden hauptsächlich mit sächsischen Blüten sozusagen bei dieser Ausstellung bestückt. Aber sie ist trotzdem noch gut gefüllt und wir selbst haben ein großes Sortiment und einige sächsische Sammler haben genau auch ein großes Sortiment, sodass es eigentlich von Laien gar nicht erkennbar ist, dass da jetzt irgendwas fehlen könnte oder so. Während im Landschloss die Blütenvielfalt abnimmt, steht in den Gewächshäusern der Höhepunkt unmittelbar bevor. Ende März werden die rund 250 Kamelien-Sorten am stärksten leuchten. 1500 Quadratmeter umfasst die Ausstellungsfläche. Gerade noch genug Platz für die größte Kamelien-Sammlung Deutschlands. Ja, das ist das Problem bei Pflanzen, die quellen immer. Und sie wachsen nicht nur, sondern sie werden auch immer mehr. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass Seidel ursprünglich mal 1100 Sorten in seinem Sortiment hatte und das Sortiment, was wir übernommen haben, also das letzte Sortiment von Seidel, was er aber auch selbst reduziert hatte, hatte etwa nur 100 verschiedene Sorten und wir sind seit Jahren damit beschäftigt, in aller Welt alte Seidelsorten auszugraben und wieder in unsere Sammlung zu nehmen. Die Seidelsche Kamelien-Sammlung in Zwischendorf ist die wertvollste in ganz Deutschland, deshalb steht sie auch unter Denkmalschutz. Pflanze um Pflanze wird die Sammlung erweitert. Die Suche nach neuen Kamelienarten bricht nie ab. Einmal sind die, würde ich mal sagen, die Gärtner und die Botaniker eine weltweite Familie. Und es gibt da also auch einen internationalen Austausch. Und es spricht sich ja auch international rum, wer was sucht und wer was sammelt. Und da werden natürlich auch Tipps gegeben. Das ist klar. Zum anderen wissen wir ja, wo die Absatzmärkte von Seidel waren und wo Pflanzen überlebt haben können. Einmal trifft man in der südlichen Schweiz, mal in Italien und neuerdings haben wir auch einige in Batumi, in Georgien gefunden. Und so werden es halt immer mehr Pflanzen, immer mehr Sorten. Die Heimat der Kamelie liegt in Ostasien. In unseren Breiten muss ein enormer Aufwand betrieben werden, um die Pflanze zu erhalten. In den heimischen vier Wänden gelingt das kaum. Vielleicht liegt genau darin die Faszination der Kamelie begründet. Sie ist besonders schön und dann vor allen Dingen auch diese alten Pflanzen. Es gibt ja hier Pflanzen in der oberen Halle, die der Ursprung ist 150 Jahre, müssen Sie sich mal überlegen. Ja, das ist spitze. Vor allen Dingen drüben in der Sonderschale, das ist ja einmalig. Also es ist die Vielzahl der möglichen Farben, der Form und eben das ganz Seltene, was man eigentlich nirgendwo auch so in der Masse hier findet. Und das ist eben, sagen wir mal, eine Faszination, hierher zu kommen. Also uns gefällt es sehr gut. Die Kamelienschau in Pirna Zwischendorf ist noch bis Ostern zu erleben.